Ich erzähle euch etwas. Und zwar als Holako 1251 Bagdad eingenommen hat. Dann gab es in Bagdad zwei Minister, die waren beide von Schia. Ibn al-Tusi und Ibn al-Alqami. Waren beide Schiiten. Beide. Und die haben mit Holako Vertrag gemacht, dass sie die Tore von Bagdad für ihn aufmachen. Und die haben natürlich ihre Religion verraten und die Muslime verraten. Einer war der Polizeichef und einer war in der Armee. Und dann wirklich, als Holako kam, dann wurden die Tore von Bagdad geöffnet und Holako kam. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Dann hat Holako die alles getötet. Frauen, Männer, Kinder. Man erzählt, man hat die Bücher von den Bibliotheken und von den Schulen von Bagdad. Übrigens, es gab damals bei uns Schulen und Universitäten. Ne? Damals. Hier gab es. Du hast pro 100.000 gesucht nach einem, der schreibt. Es gab nicht. Die Priester nur haben geschrieben und sowas von der Geschichte. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Da haben die Soldaten von Holako die Bücher in Dijla geworfen. Man hat gesagt, später war der Fluss blau von der Tinte, weil das zu viel war. Damals in der islamischen glorreichen Zeiten, es war so, wenn du ein Buch schreibst, dann wird das gewogen und du bekommst das in Gold. Und es gab Bibliotheken, es gab damals Salons. Das waren diese Salons, waren, dass sie diskutieren über Fiqh, Gedicht, über das. So entwickelt waren die Muslime. Aber wie viel Barakallahu fikum, nachdem Holako dann reingekommen ist, dann kamen sie zu ihm. Die haben ihm gesagt: Jetzt wollen wir unser Prämie. Jetzt unser Geschenk. Wir haben dir Bagdad gegeben. Der sagt, köpf sie. Die haben gesagt, wieso? Der sagt, derjenige, der seine Religion verraten hat und der sein Volk verraten hat, wird Holako nicht verraten. Und deshalb, subhanallah, diese Leute, die denken, wenn sie ihre Religion beschimpfen und wenn sie ihre Religion angreifen und wenn sie gegen ihre Religion werden, dass sie so gewinnen oder dass sie besser aufgehoben werden und dass sie mehr respektiert werden, die täuschen sich. Wallah, die täuschen sich. Die meisten von diesen Leuten, von den Kuffar, die dich dafür loben, die loben dich dafür nur um eine Sache, weil sie bestimmte Interesse haben. Aber in Wirklichkeit, in ihren Herzen, die sehen dich als nichts. Und umgekehrt, die greifen uns an. Die greifen uns an. Und die lachen uns aus und die machen sich lustig. Aber im Herzen, die haben so von Respekt. Und bei manchen ist nicht nur Respekt, Furcht. Die fürchten uns, weil die wissen, wir sind gerade. Und deshalb die meisten auch von ihnen, ich meine, überlegt euch, die meisten von ihnen, die arbeitslos sind und die nicht arbeiten, der sagt dir, geh such dir Arbeit. Du arbeitest selber nicht. Ich meine, der kann bei mir arbeiten, herzlich willkommen, der kann sich bewerben. Der kann sich bewerben, kein Problem. Ja? Ja, und dann deshalb, subhanallah, das ist die Sache. Der kann selber nicht da, der sagt immer, beschäftige dich mit etwas. Aber weil er das nicht hat. Weil er das nicht hat, dann greift er die anderen.